Ja, es gibt ja so einen Mythos, dass ja immer ein Notar im Studio wäre, was ja aber bei Lotto eigentlich gar nicht so ist, ne? Nein, das ist nicht so. Bei Lotto haben wir keinen Notar, aber bei Lotto haben wir die Aufsichtsbeamten, die in dem Fall sozusagen den Notar ersetzen oder der Notar sind. Und machen was? Wir beaufsichtigen den ganzen Ziehungsvorgang, auch schon davor und danach. Und dann wird das Ergebnis der Ziehung wird protokolliert, die Protokolle werden gesiegelt und alles wird bestätigt. Was steht drin in so einem Protokoll? Das fängt an natürlich mit ganz gewöhnlichen Dingen wie dem Datum, welche Ziehung. Da werden die einzelnen Ziehungsgeräte vermerkt, also ob wir jetzt mit dem Originalgerät gezogen haben oder vielleicht mal auf ein Ersatzgerät wechseln mussten, Beginn der Ziehung, Ende der Ziehung und natürlich ganz wichtig, die gezogenen Zahlen. Ganz wichtig. Genau, ganz wichtig.